Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15 mit mir, dem Shadow Xyuta. Machen wir weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar hier in dieser Hütte, wo wir irgendwie nach einem gewissen Dave suchen müssen. Da wollen wir mal interagieren. Nachricht. Mutiertes Doppelhorn gesichtet, Rufname Bluthorn, Merkmale rote Hörner, äußerst aggressiv, sonstiges, offener Jagdauftrag für Tauti? Tauti? Tauti. Danke, Mann. Vorsicht, sie kommen! Okay, meine Lieben, los geht's! Tauti-Angriff abwehren, das ist unsere Mission. Okay, geblockt habe ich. So, jetzt. Huh? Habe ich alles richtig gemacht? Ich glaube, ich habe im richtigen Moment eigentlich gedrückt. Aber ob es nun wirklich was gebracht hat, weiß ich nicht. So, ich glaube, ich sollte mal meine Waffe switchen. Wäre vielleicht mal ganz nett, oder? Große Waffen sind bei schnellen Gegnern nicht gerade die beste Wahl. Das kommt ausgerechnet von dir. Oh, hat sich schon erledigt. Kein Thema, meine Lieben. Hey, da drüben ist auch eine Hütte. Ach so, ja, das war kann natürlich sein, dass es die falsche Hütte war. Oh, das kann natürlich durchaus sein. So, ich nehme jetzt einfach mal hier den Jagdspeer in die Hand. Vielleicht ist der ja ein klein wenig interessanter zu handeln. Das müssen wir natürlich erstmal schauen, aber... Ja, was ist das? Kann ich das Ding anheben und schauen, ob da was drunter ist, oder... Ach, ich gehe in Deckung damit. Ah ja, okay, alles klar. Habe ich verstanden. So, wie sieht's denn aus mit den herkömmlichen Schatztruhen, hä? Gibt's hier auch sowas in Final Fantasy 15 oder ist das hier eher Mangelware? Tja, das müssen wir auch nochmal schauen. So, hier mit den rechten Trigger, das ist der Trigger. Da können wir die Gegenstände auswählen und heilen eventuell. So, der rechte Bumper ist hier, sollte ich nicht vergessen. Das ist da drüber. Nicht so schnell. Zum Windrad warpen. Das hatte ich eigentlich vor. So. Strategien. Deine Gefährten arbeiten unter Umständen Strategien aus, die euch im Kampf einen Vorteil verschaffen. Wenn du die Anweisungen befolgst, erhältst du FP. Blaue Markierungen werden dir... Blaue Markierungen zeigen dir Punkte, zu denen du dich warpen kannst. Visiere das Windrad an und teleportiere dich über einen Punkt-Warp dorthin. Okay. Teleportiere dich über einen Punkt-Warp an hohe Orte, um die LP und MP-Regeneration zu beschleunigen. Von dort aus kannst du Gegner außerdem direkt per Warp-Angriff attackieren und ihnen dadurch großen Schaden zufügen. RB anvisieren, Y, der Warp-Angriff, A, schließen. Oh. Das habe ich eigentlich noch gut gemacht. So, jetzt bin ich in der MP-Stase. Leider. Aber ich glaube, wir haben bisher noch alles richtig gemacht. Komm schon. Weich aus. Nimm dir Deckung. Genau, mach alles kaputt. Und wir befinden uns mal wieder in der MP-Stase. Tja. Ich finde das cool, dass die Charaktere die ganze Zeit kontinuierlich ja, miteinander interagieren oder miteinander reden. Ist eigentlich total cool, muss man schon sagen. Auch wenn ich mich jetzt gerade ein bisschen unbeholfen fühle während des Kämpfens. Ja, noch sehr arg unbeholfen. Ist dort jemand? Dave, der Jäger, nehme ich mal an. Wir haben dich gesucht. Alles in Ordnung? Danke, nett von euch. Ich habe mir den Knöchel verstaucht und häng hier fest. Ich war auf Doppelhornjagd und ziemlich erfolgreich, will ich meinen, bis mich dieses eine Exemplar erwischte. Ein grässliches Biest, wild und gefährlich. Ihr seht mir zwar nicht wie Jäger aus, aber vielleicht habt ihr ja Mumm. Ein grässliches Biest wird wild und gefährlich. Ihr seht mir zwar nicht wie Jäger aus, aber vielleicht habt ihr Mumm. Uneigennützig helfen, gegen Bezahlung helfen, Ignis entscheiden lassen. Gegen Bezahlung mache ich das einfach mal. Klar, kein Problem. Was springt für uns dabei raus? Ich danke euch. Dann sperrt mal die Lausche auf. Nocht, also wirklich, du kannst doch dem armen Kerl kein Geld abknöpfen. Zwei FP erhalten.
Ja. Von nichts kommt nichts. Auf die Hörner genommen. Das Jagdziel finden. Gut, alles klar. So, B, sprinten, automatisch laufen, bla bla bla, Punkt Warp. So, das ist ein bisschen Warpen, ist eigentlich ganz cool. Verbraucht auch, wie viel? Boah, 25, 27 MP so jeweils, ja? Schon auf jeden Fall einiges. Ich schlage vor, dass wir rasten und uns gründlich vorbereiten. Hä, was? Dich erwartet ein anstrengender Kampf. Bereite dich gut darauf vor, indem du dich in einem nahegelegenen Refugium ausruhst, wo Ignis eine stärkende Mahlzeit kochen kann. Hä? Ja, können wir auch machen. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Gut, dann lasst uns das nächste Refugium aufsuchen. Hier draußen sind ziemlich viele Jäger unterwegs. Aber... Sind die so eine Art Gendarmerie? Aber... So kleiden dieselbe Funktion, sind aber privat organisiert. Ich verstehe es nicht ganz. Warum? Wir es mit denen nicht aufnehmen. Hoffe, die sehen mich nicht in diesem Outfit hier. Jetzt zieh dich doch nicht selbst so runter, Prompto. Schließlich war es eine Spezialanfertigung. Die Kleidung weist dich als Begleiter des Königshauses aus. Trag sie mit Stolz. Ich glaube, das ist eigentlich eher nur Tutorium-mäßig, dass wir hier da irgendwo zelten müssen, weil an sich geht es uns ja voll gut. Wir haben volle LP, wir haben volle MP jetzt. Keine Ahnung, wofür das jetzt gut sein soll, jetzt einfach mal zu schlafen, wenn ich ganz ehrlich. Keine Ahnung. Aber egal, wenn das Spiel das uns so präsentieren möchte oder beibringen möchte, dann kann es das gerne tun. Wollen wir hier campen? Können wir machen. Wir probieren es einfach mal aus. Rasten. Zelten in Refugien. Beim Zelten werden die angesammelten EP auf die Stufen der Gruppenmitglieder angerechnet. Außerdem kocht Ignis eine stärkende Mahlzeit, die der Gruppe für den nächsten Tag Boni für den Kampf gewährt. Okay. Inwiefern Boni? So, du hast ein Refugium erreicht. Was möchtest du tun? Bis morgen warten? Bis morgen... Was? Morgens warten? Abends warten? Und trainieren? Zelten? Trainieren kann man? Was? Okay. Machen wir mal Zelten. Genug geschafft für einen Tag. Wir zelten also. Mal sehen, wofür die Zutaten heute reichen. Meriot Refugium, 0 Tage vergangen. Zeit S, Technik B, Offensive S. Okay, unten links sehen wir die Spielzeit. Okay, Ignis Kochgünste. Beim Zelten verwendet Ignis die Zutaten im Inventar, um Essen zu kochen. Je mehr Rezepte du sammelst, desto größer die Auswahl an Gerichten. Du nutze die Effekte von Mahlzeiten, um dir das Kämpfen zu erleichtern. Okay, so, wenn wir jetzt hier mal gucken. Flammengerösteter Toast, Angriffskraft Boost Stufe 1, Angriffskraft plus 10, LP Boost Stufe 1, LP Maximum plus 50. Und das gilt dann für den nächsten folgenden Tag dauerhaft, oder wie ist das? So, Angriffskraft Boost Stufe 3. Oh, das ist ja mal nett. So, was haben wir hier? Herzhafter Gemüseeintopf, Angriffskraft Boost Stufe 2 und zusätzlich wahrscheinlich der LP Boost, ne? So, was haben wir hier? Oh mein Gott, knusprige Käsepizza, Angriffskraft plus 100, Dauerläufer, beim Rennen sinkt die Ausdauer nicht und schützt vor Gift. Holy moly, what the hell is going on? Das will ich machen. Wunderbar, knusprige Käsepizza, lecker. Yeah, alle haben die Pizza gefressen. So, LP wird angerechnet, oder die EP. Und jetzt machst du brrrr, oder? Level up, level up. Wir sind Level 3 geworden, meine Lieben. So, Prompto-Fotografien Stufe 1. Okay, unterwegs war Prompto viele Fotos. Beim Übernachten zeigt er sie dir und du kannst aussuchen, welche du aufheben möchtest. Je mehr Erfahrung Prompto im Fotografieren sammelt, desto besser werden seine Bilder. X Foto speichern, X schließen, okay. So, was hast du hier für ein Foto gemacht? Tja, warum du dieses Foto geschossen hast, mein lieber Prompto? Tja, das müssen wir beide nicht mehr erklären, das wissen wir. So. Gutes Foto. Findest du? Dann behalten wir das.
Ich sehe schon recht sweet aus. Na. So, was haben wir hier? So macht man das. So, die Pose. Oh, cool, wie du dich übers Schlachtfeld warpst. Ah ja, okay. Das sind eigentlich lediglich Erinnerungsfotos. So, das sieht eigentlich auch ganz cool aus. Wollen wir mal dieses Foto hier speichern? So, wir können insgesamt nur 200 Stück haben. So, deswegen würde ich sagen, das reicht erstmal. Nee. Ich wollte mir das nicht in Namen von einem angucken. Meine Lieben, was habt ihr denn gedacht? Das Spiel kann über das Pausenmenü fast überall manuell gespeichert werden. Nur während Kämpfen, spezielle Aufgabenphasen und in Dungeons funktioniert das Speichern nicht. Über das Pausenmenü kannst du ein Tutorium starten, das dich in die Grundlagen der Welt und des Kämpfens einführt. Wenn dir Gegner Schwierigkeiten bereiten, solltest du etwas üben. Ja. Auf die Hörner genommen, das sagt sie Finn. So, jetzt. Sidney so liebevoll groß, wie er den Regalia gewartet hat. Heilige Scheiße, ist denn schon mal vorher laut geworden? Der Mechaniker wäre damit überfordert. Alles in allem hat er ganze Arbeit geleistet. Aber wütend will ich ihn lieber nicht sehen. Ja, Sid bringt uns um, wenn seinem Goldstück was passiert. Keine Sorge, der Regalia ist bei mir in besten Händen. Tja, der Regalia. Tja, der Regalia wird repariert. Und warum ist eure Stimmen-Sound-Dings da auf einmal so laut geworden? Das ist ja irgendwie unerhört, du. So. Oh. Wir haben jetzt diese... Ach so, der Buff, der hält nur eine gewisse Zeit. Ich sehe jetzt unten, ganz unten, dass da was steht von wegen bla bla bla, ne? Nur dieser blaue Balken, wenn der abläuft, dann scheint unser super toller Buff weg zu sein. Und ja, ich würde sagen, wo sind eigentlich die ganzen Kämpfe? Hier streuen dann ja relativ wenig Gegner herum, würde ich sagen, oder? Also ich sehe hier gerade einfach mal gar keinen. Aber vielleicht ist das ja hier auf der ersten Map ja ganz normal, wer weiß. Und ich frage mich, wie viel Quadratmeter, sag ich mal, Fläche eigentlich diese Map hier hat. Das würde mich mal interessieren. Manchmal frage ich mich, ob wir je wieder in diesem wunderbaren Auto... Ich glaube, das ist unser Freund. Ein Doppelhorn. Ja. Und zweifelsohne eine Mutation. Eine Mutation? Etwas tun. Warte! Was denn, was denn? Der Knabe scheint ziemlich mies drauf zu sein. Nicht jetzt? Macht er einen trägen Eindruck? Ja. Achtung! Mensch, Alter! Aber echt. Zu früh gefreut. Wie bitte? Jungs, lasst uns kämpfen! Aber sowas von. So, gib deinen Freunden im Kampf Kommandos, um die Chance auf großartige Kombos zu erhalten. Der linke Bumper plus Gefährtenkommando. Okay, alles klar, dann machen wir mal... Sturm. Oh shit, ich hab ein bisschen verkackt hier diesen Angriff zu machen. Da hätte ich im richtigen Moment drücken müssen, aber hab's leider nicht gemacht. So, aber das Ding ist hier so gut wie gegessen. Das war einfach perfekt. Kann nur zustimmen. Wer ruft jetzt an? Ah, hallo? Ja? Hab gerade mit Dave gesprochen. Danke für eure Hilfe. Oh. Wir schulden euch was. Euer Wagen ist übrigens auch fertig. Und, ach so, wenn ihr möchtet, könnte ich ihn euch bei der Gelegenheit auch etwas tunen. Hä? Da fällt mir ein, Vater hat doch was im Kofferraum verstaut. Ich wollte euch ja noch fragen, ob ihr den Radio tun möchtet. Design anwenden, Design nicht anwenden. Design? Aber was für ein Design? Ich weiß noch nicht mal, wie der aussehen wird. Schaut am besten mal rein. Alles klar. Okay, ich habe jetzt einfach mal gesagt, dass sie den tun kann, auch wenn ich nicht mal weiß, was sie jetzt optisch daran verändern möchte. Kommen wir nochmal zur Fahrerfrage. Von mir aus kann Ignis weiterfahren. Dito, der fährt wenigstens sparsam. Im Gegensatz zu mir. Ich glaube auch nicht, dass ich das hinkriege. Ihr lasst mir keine Wahl. Danke, Ignis. Mir ist hinterm Steuer einfach zu eng. Okay. Ich würde wohl den Fahrer machen, Leute. Kein Thema. Den Regali abholen. Gut. Jetzt halte ich mal meine Lauscherchen weiter offen und gucke ein wenig. Gibt es hier jetzt wirklich keine normalen Gegner, die man so bekämpfen kann? Ich sehe eigentlich bisher weit und breit gar nichts. So, hier gucken wir mal auf die Map. So, hier haben wir auch so einige Sachen. So, hier können wir diese, ja, so ein Ei auch wieder einsammeln. Erntestelle haben wir da. So, da sollte man vielleicht ab und zu einfach mal auch ein bisschen
drauf achten. Ja, kann schon ganz nützlich sein wahrscheinlich. So, hier sehen wir auch oben rechts in der Ecke, links von dieser Minimap, eine Sonne, wo 8 steht. Heißt das vielleicht, dass es gerade 8 Uhr morgens ist? Kann gut sein, ne? Gut. Sydney wartet sicher auf uns. Und vielleicht ist Sid mit dem Regal ja auch schon ver... Was ist das? Alter, der war ja riesig. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Die Natur ist unberechenbar. Das kannst du laut sagen. Ist das ein Montisaurus? Nice! Very nice, würde ich sagen, sogar dazu. Cool. Ob wir das Ding wohl bald bekämpfen müssen? Ich denke schon. Vielleicht ist das jetzt auch so ein streunender Weltboss, der hier einfach umherstreift und später müssen wir ihn tatsächlich verprügeln. Nur dauert es 10.000 Jahre, bis wir überhaupt, ja, dazu kommen werden. Kann natürlich alles sein. Ist natürlich hier alles nur reine Spekulation. So. Wir brauchen aber noch Faktor 250 Meter, dann sind wir auch da. So, und tatsächlich scheint es erstmal so, dass es hier, boah, erstmal keine random Gegner gibt. Oder keine random Gegner existieren, aber ich denke, das wird sich schon bald ändern. Das ist jetzt wahrscheinlich nur ganz am Anfang des Spiels so. Genau, wir müssen uns ja auch erstmal hier einfinden. So, kann ich hier hoch? Nein! Wie kann das sein? Kann über die Einstellung ausgeblendet werden, die Benutzeroberfläche. Nee, aber die kann gerne meinetwegen auch eingeblendet bleiben. Meine Beine mich nicht. Auf sowas hat uns die Großstadt nicht vorbereitet. Redet euch einfach ein, ihr würdet zum Auto laufen. Tun wir doch. So, ich bin da. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber ist dafür auch hübsch geworden. Nicht wahr? Ist ja fast so schade zum Fahren. Okay, dann lichten wir das Prachtstück mal ab. Gebt gut darauf acht. Ach ja, und Hoheit, könnt ihr vielleicht ein Päckchen für mich abliefern? Ein Päckchen? Was? Den Botenspielen ablehnen? Ja, können wir schon machen, Sydney. Ich meine, für deine... Klar, ja. Warum nicht? Vielen Dank. Also, ich war so frei, die Fracht schon im Kofferraum zu verstauen. Auf dem Weg zum Galdin-Kai liegt ein Motel. Die Lieferung ist für den Besitzer. Ich zähle auf euch. Ah, so läuft das also. Noct, jetzt wo der Wagen frisch gewartet ist, willst du dich nicht hinters Steuer setzen und selbst ein bisschen fahren? Ja. Doch, warum nicht? Okay, warum nicht? Du weißt es natürlich selbst, aber fahr vorsichtig. Okidoki, so, dann wollen wir mal einsteigen. So, automatisch fahren, manuelles fahren. Wir machen einfach mal manuelles fahren. So, wir haben ja auch eine Tankanstelle. Tankanzeige, wir müssen auch tanken in dem Game. Das ist ja mal interessant. So. Ich denke mal, Musik, das wird es hier ein bisschen weniger geben. Ich komme drauf an, was für Musik hier ist. So, wenn hier Official Musik ist, ja, das, was auch im Radio läuft, dann muss ich das leider wegmachen. So, ich hoffe einfach mal nicht so ist, ne, weil dann wegen Copyright und so, wisst ihr Bescheid? Keine Ahnung. So, ich mache einfach mal die Musik einfach mal. Hammerhead ist eine tolle Werkstatt. Einfach mal aus. Was hast du erwartet? Es ist schließlich die Hofwerkstatt. Nach dieser Reise kommen wir bestimmt nicht mehr hin, oder? Hm? Was? Wieso denn das nicht? Spricht doch eigentlich nichts dagegen. Vielleicht freut sich eine gewisse Mechanikerin ja. Ach, daher weht der Wind. Kannst du ja den Regalia ausleihen. Oh, echt? Aber nee, wie sieht das denn aus? Wenn wir zurück sind, besorge ich mir selbst einen Wagen. Oh, ich merke gerade, wenn wir einfach nur ganz Zeit beschleunigen drücken und nicht lenken, dann lag Noctis sogar wirklich automatisch. Seine Hände bewegen sich zwar nicht, aber das Auto fährt automatisch, sage ich mal, hier entlang. So, ja, was? Ja, ich wollte mal eben kurz... Raus mit euch! Ah.
Okay, jetzt ist das Ding automatisch auf Parken gestellt. Also los, Bewegung. Gut, okay. Wir können über das Auto nicht wirklich 100% frei verfügen. So, ich hoffe, das Auto muss man nicht abschließen oder so. Nee, ich denke, es bleibt hier einfach. So, ich wollte einfach mal gucken. Wir haben jetzt hier... Was hatten wir jetzt hier? So, Straßensperre. So, wir können auch nicht in alle Gebiete hingehen bisher. Es ist schon ja noch einiges gesperrt, definitiv. So, ich wollte mal eben schauen. So, hier ist die Feuerquelle. So, Three Valleys. So, hier können wir... Hier ist aber auch irgendwann mal eine Straßensperre, ne? Das heißt, wir müssen irgendwann mal auch hier Halt machen. So, wir müssen auch ganz woanders hin. Hier, Sydney, der Prinzenversand. So, da müssen wir auf jeden Fall gleich mal umdrehen. So, ich wollte jetzt hier aber auch eigentlich nur was einsammeln, weil ich es auf der Map gesehen habe. So, und zwar hier aufheben. Leiden der Pfeffer. Ja, war das das, was ich... War das das Einzige, was ich hier auch einsammeln konnte? Ich glaube schon, oder? Oh, nee. Hier ist auch mehr davon. Aha, okay. Bis das Symbol halt quasi verschwindet. So, ich will nämlich die ganzen schönen Zutaten natürlich auch einsammeln, damit unser lieber Herr Kollege auch wieder was Neues machen kann. So, manuelles Fahren. Gehen wir. Los geht's. So, wenden. So, wie wende ich denn jetzt? Achso, okay, einfach nur gedrückt halten, dann wendet der schon aus. Das sieht so strange aus, oh mein Gott, holy crap. So, können wir von hier aus einfach speichern? Okay, wir müssen zum Beispiel für die Speichern-Sache müssen wir wahrscheinlich einfach aussteigen, dann funktioniert das auch. Oder wir müssen halt zumindest vielleicht mit dem Wagen stehen, um zu speichern. Ja, gar kein Thema. Gar kein Thema. Jedenfalls nicht, nein, alles super. Alles tutti. So, ich denke mal, wir sind aber auch gleich schon, also schon ziemlich schnell am Ziel hier mit dem lieben Wagen. Und ich sehe gerade oben, es ist wahrscheinlich jetzt 11 Uhr, gehe ich von aus. Kann mir nicht vorstellen, was die Zahl sonst bedeuten sollte. Wundert mich nur, dass die Sonne jetzt nicht sonnig ist, sondern irgendwie eher blau. Don't know, was das heißen soll. So, hier zurück, weiter, vorwärts, nee. Parken will ich dann nicht. Geh mal weg. So, stopp, bremsen. Und hier will ich einfach mal hin. Wunderbar, das hat funktioniert. Und ja. Cool, 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 meine lieben Freunde. Ich sehe gerade, mein Fuel-Zustand ist ja eigentlich noch ganz gut. Unten links, ne? Tanken müssen wir aber noch nicht. Aber sollten immer darauf achten. Nochmal zu schieben habe ich definitiv keine Lust. Ne, auch wenn wir jetzt auch nur eine kurze Zeit schieben mussten und das Spiel den Rest für uns erledigt hatte. Tja. Jut, jut, jut. Ich würde sagen, meine lieben Freunde, wir nutzen doch einfach mal diesen Augenblick hier, um wieder mal ein wenig Abschied zu nehmen. Ja, es ist mal wieder soweit. Ihr wisst Bescheid, ne? Die 20-Minuten-Grenze, die ist schon längst erreicht. Daher sage ich einfach mal, meine lieben Freunde, danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like, Abo, Kommentar da lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ihr könnt auch ja schon mal in die Kommentare schreiben, sage ich mal, wie euch bisher das Spiel gefällt. Und ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Shard Dogs out.